Chris, Freistoß. Und da gelingt der Wiener Austria sogar noch der Siegestreffer. In der 89. Spielminute. Rashid Rachimov zum 2:1. Die Schlussoffensive hat sich bezahlt gemacht. Der Hütter Ronny Unger natürlich enttäuscht. Ogris, Rachimov per Kopf. 2:1. Doch noch ein Frühlingserwachen für die Veilchen. Die Wiener Austria gewinnt 2:1 und das nach einem 0:1 Rückstand. Es bleibt dabei, Ried kann außerhalb Oberösterreichs nicht gewinnen. Noch ein Wort zu Milo Jovanovic. 15 Ballkontakte, kein Torschuss, 5 gute Pässe, 4 Zweikämpfe gewonnen, 6 verloren, 3 Fouls begangen. Schlussbenotung 4, also genügend. Soweit der Lehrer Rainer Pariasek. Die Austria also im Glück, gewinnt noch mit 2:1. Ried hat das erste Tor gegen die Austria nichts genützt, dennoch verloren. Ich habe jetzt bei mir im Studio den Kapitän der Wiener Austria, Andi Ogris. Herzlich willkommen. Hallo. Viel Glück für die Austria. Ich glaube, mehr kann man nicht sagen zu dem Spiel. Nee, ich glaube, anhand wie der Spielverlauf war, war sicherlich am Schluss ein glücklicher Sieg. Obwohl man dazu sagen muss, dass wir sicherlich 90 Minuten alles probiert haben, um die Partie zu gewinnen. Es hat gegen Mitte der zweiten, bis zur Mitte der zweiten Halbzeit so ausgeschaut, als wenn wir das nicht schaffen würden, aber am Schluss dann mit Glück und mit sehr viel Glück die Partie da noch umtreiben. Woran ist es gelingt, dass so lange nicht funktioniert hat? Gut, die Rieder sind sehr gut hinten drinnen gestanden, haben auch sehr gut herausgespielt. Wir waren immer um den Tick zu kurz bei den Zweikämpfen, die halt wichtig gewesen waren im Mittelfeld und deswegen haben sie ein leichtes, nicht ein Übergewicht, aber sie haben sehr viele Ballkontakte, können wir ruhig ausspielen können. Und wir sind nicht so recht zu unseren Chancen gekommen, die wir sonst immer ausspielen. Ich würde vorschlagen, machen wir uns einmal kurz die Interviews nach dem Spiel von den Mitspielern und Gegenspielern an. Für mich die spielentscheidende Situation, ich möchte die Schiedsrichter schon wieder nicht kritisieren, aber die spielentscheidende Situation war die, dass unser Drechsel durchging und Rachimov die Notbremse zog und der Schiedsrichter weiter spielen ließ. Dann wäre erstens Rachimov auch ausgeschlossen worden, weil er hatte schon die gelbe Karten und zweitens wäre dann das Spiel entschieden gewesen. Oh ja, okay. Letzte Entscheidung gehabt, das ist immer Schiedsrichter. Und wenn der Schiedsrichter nicht pfifft, und dann muss ich weiterspielen, oder? War es ein Foul? Ich würde sagen, nein, es ist keine Foul. Ja, Geschmäcker und Dorf eigentlich sind verschieden. Austria ist eine spielerische, gute Mannschaft, das hat sich schon im Herbst bewiesen. Das haben wir heute nicht getan, also es waren keine Spielzüge da, ich weiß nicht wieso, denn wie gesagt, beim Training und in der Vorbereitung haben sie das gezeigt, vielleicht waren sie zu verkrampft oder vielleicht haben sie Angst gehabt vor der eigenen Courage, aber ich bin überzeugt, dass die Mannschaft mehr kann. Vom Willen her muss ich zufrieden sein, vom Spielerischen überhaupt nicht. Andi Ogris, wie haben Sie die Situation gesehen mit dem Achimov? Na gut, jetzt so wie ich es im Fernsehen gesehen habe, war sicherlich ein Foul und hätte sicherlich die zweite gelbe Karte für den Rashid bedeuten müssen. Im Spiel ist es halt immer ganz anders. Ich meine, es waren genauso Situationen für uns, die der Schiedsrichter gegen uns gepfiffen hat. Also es parisiert sich im Spiel immer wieder. Da war es halt so, dass also sicherlich der Rashid gehen müssen mit der Rot. Wir schauen uns die zwei Tore der Austria an. Die beiden Szenen aus den starken 5 Minuten der Austria. Ein bisschen überraschend, dass der Kocis das Tor geschossen hat. Eigentlich hat alles von dem Milo Jovanovic gesprochen vorher. Ja, ich habe schon gesagt, also der Milo ist ein sehr guter Spieler, hat das Trainingslager ein bisschen besser verkraftet wie der Robert und deswegen hat er auch den Vorzug bekommen, glaube ich. Aber der Robert Kocis ist mit Sicherheit ein Mann, auf den wir bauen können. Das hat alleine heute schon das Tor bewiesen, alleine deswegen war es schon wichtig, dass man geholt hat. Noch 2 Minuten vor dem Ende der Siegestreffer, auch ein bisschen glücklich zustande gekommen, Flanke, und dann, glaube ich, berührt er gerade noch den Ball. Ja, das hat mit Glück nichts zu tun, das haben wir in der ganzen Vorbereitung trainiert, genau diese Standardsituationen, und das ist wirklich unserem Trainingsfleiß zu verdanken, dass wir das dort gemacht haben. Also ist gut trainiert worden, auf jeden so Fall. Ist es.
Andi Ogic, Sie sind ja im Moment zu haben, was ich so gelesen habe. Der Vertrag mit der Austria ist eigentlich vorbei, Sie spielen auf Engagement. Wie sehen Sie denn Ihre Zukunft? Ja, zu haben bin ich erst im Sommer. So schaut es einmal aus, aber ich brauche, glaube ich, nicht für auf Engagement spielen, wenn irgendwelche Vereine kommen. Mein erster Ansprechpartner ist und so die Wiener Austria. Das ist, brauche ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Und sollte ich mit der Austria keine Einigung erzielen, dann werde ich schauen, was sonst noch für Möglichkeiten für mich gibt. Aber an und für sich möchte ich meine Karriere bei der Austria beenden. Andreas Ogic ist übrigens heute nicht der letzte Austrianer, der im Fernsehen zu sehen ist. Heute Abend um 20.15 Uhr F2 in der Sendung Champion. Toni Pfeffer und Thomas Flögel. Und zwar, sie unterstützen ein Kandidatenteam beim Fußball-Action-Spiel, einem Tischfußballspiel mit Menschen. Können Sie sich was vorstellen darunter? Da passen die zwei ganz genau eine. Ja, werden wir schauen. Lassen wir uns überraschen. Schauen Sie sich an, 20.15 Uhr F2. Andi Ogic, ich sage Dankeschön fürs Kommen. Ich habe noch einen Hinweis für Sie und möchte Ihnen diese Sportzeitschrift nahelegen. Sport heißt sie und die Ausgabe Bundesliga Total mit allen Fakten zur ersten und zweiten Division. Wir kommen zum nächsten Spiel, das da lautet GAK gegen den LASK. Zuvor